So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine neue Folge Raid am Mittwoch, wirklich jetzt am Mittwoch, heute wo auch das Psycho-Spektakel-Event beginnt mit Monozyto neu als Shiny. Da werde ich nächste Woche bestimmt ganz viele Shiny Monozyto Einsendungen kriegen für Raid am Mittwoch. Ansonsten war es relativ eine ruhige Woche, muss ich sagen. Es waren zwar coole Events am Start, da gab es aber nicht so viele neue Shinies und Sachen und Dinger. Die Leute haben sich konzentriert auf die Starter, auf die Paldea, Pokémon und alles. Was es sonst die Woche gab, zeigen wir euch jetzt, denn wir haben wieder die Highlights der Woche für euch vorbereitet. Am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche. Und Raidmania gibt es ja nicht mehr, fällt ja aus, seitdem der Main-Account weg ist, gibt es keine Raidmania mehr, weil es keine Fernraids mehr gibt für mich. Da ich ja jetzt kein Geld mehr investiere und deswegen auch keine Fanraids mehr machen kann. Schade, war ein beliebtes Format, wo viele sich gefreut haben, dass wir miteinander zusammen raiden können. Aber ist nicht gegönnt, darf nicht sein, soll nicht sein. Ihr raidet jetzt ohne mich. So, fangen wir an mit den Highlights der Woche. Angefangen hat die Woche hier beim Hey Ja. Danke Ramses, der hat ein 100%iges Adeboom bekommen, auch wenn das Adebom heißt, einfach nur. Warum danke Ramses? Ich habe mit meinem täglichen Pass, den ich ja auf dem Habanero machen kann, wusste ich nicht, was ich raiden soll, habe ich jeden Tag einen Storch gemacht und geguckt, ob vielleicht das Shiny bei rumkommt. Auf dem Kleinen ist es vorhanden, was ich damit mache, weiß ich nicht. Hätte ich mir an den Main getauscht, jetzt bleibt es wahrscheinlich auf dem Kleinen drauf und vergammelt da oder ich schicke es halt einfach irgendwann weg. Weil braucht man ja nicht mehr. Ich habe eine Woche lang Ad-Bomb-Raids gemacht und da hat sogar einer einen 100er bekommen, denn die Leute haben sich immer mal wieder eingetragen, haben da mitgemacht, hatten trotzdem Spaß, weil wenn ich meinen täglichen Pass wegmache, kann ich euch ja einladen, aber ihr könnt mich nicht einladen, weil ich ja kein Geld investiere. Hey, ja, hat auf jeden Fall das 100er bekommen. Blood and Tears hat ein Shiny bekommen. Das heißt, der Raid hat es sich richtig gelohnt in der Nähe von Hildburghausen. Genau, Amazing Shot hier. Karlstadt hat ein 100% Glücksinkognito bekommen. Auch Glückwunsch dafür. Hyper Noob zeigt uns, so würde Shiny Relaxo besser aussehen. So rot wie der Ball, beziehungsweise noch röter. Das glänzt richtig, das leuchtet richtig. Übrigens merkt man, die Stimme ist besser, oder? Man kann wieder rumschreien. Paco, dachte, es kommen keine Schocker der Woche mehr. Schön, dass du weitermachst. Ne? Haben wir hier einen Zapdos. Das ist ein Krypto-Shiny-Zapdos. Ein Shiny-Flauschling. Und dann hier auch ein Adeboom. Hunduster am Starter, Tiere, Ferkuli, Schmerbe, alles, was rumfliegt. Ferkuli war ja jetzt dann neu im letzten Event. Das schwarze Schwein, was Shiny dann rosa wird, das ist auch cool. Paco hier auch wieder getauscht. Ein Mario Gator. Seht ihr hier? Meins. Luca im Fjord. Grüße gehen raus, ganz speziell an dich. Das ist aber schön, dass du dir dann 100%iges Shiny erlösen konntest. Ich sag dazu jetzt nichts, ich bin ja der Böse. Dann haben wir ein 100% Kolossand auf dem Noodle-Account. Das wollte ich mal zeigen, denn Kolossand bzw. Sangapu war ein richtig cooles Pokémon. Ich habe auf der Noodle immer alle Sangapu gesammelt, die ich mir dann rübertauschen wollte auf dem Main, um vielleicht einen 100er zu kriegen. Und der Noodle-Account hat einfach aus einer Quest damals schon einen 100er gezogen, hat das mittlerweile auch entwickelt. Bisschen hochgezogen auf Level 40, fand ich sehr cool. Habe ich auch, als ich das letzte Mal gezockt habe, die richtigen Games, habe ich auch einen Sangapu bzw. Kolossand bei mir im Team gehabt, habe das Leon Dai genannt, das war mein Kolossand. Timo hat sich auch einen Adeboom gegönnt in Shiny. Sarina nochmal, damit du nicht auf die Idee kommst, Raider Mittwoch am Donnerstag, am Freitag zu canceln, hat sie was reingeschickt. 100%ige Indivie, Skorgro, warte mal. Mirapla, Ferkuli, erlöstes Aerokacksprühl, Gengar, alles wieder aus der Meininger Region und auch Shinies, Girafari, Glavitar, Tarnpignon und auch Adeboom mitgenommen. Tiso war am Sonntag mein täglicher Sporn. Die können nämlich jetzt nicht mehr nur aus den Quests Feldforschungen erscheinen. In dieser Jahreszeit gibt es Sangapu auch wild. Richtig genial. Holt euch einen 100er, zieht das hoch, macht Mixer und Monday damit. Ist ja auch ein Format, was es jetzt nicht mehr gibt. So, Selal weiter mit dem Slakoth. 766. Warum sieht das denn so komisch aus? Irgendwie ist das voll niedlich, aber irgendwie ist es auch komisch. Aber das Relaxo wird wahrscheinlich das Thumbnail werden, weil wenn du das nimmst, es fällt doch keinem auf, dass es andere Augen hat. Dann Selal noch mit Magnetilo. Die anderen 70 Bilder von Selal habe ich einfach weggelassen. Koselinchen, Kontinental Nummer 3.
Hat jetzt hier auch ein paar Purmels gesammelt, mache ich auch immer noch jeden Abend. Für mich war das auch immer Highlight mit dem Main. Ich auch schon 3. Wo war das 4.? Wann kommt das 5.? Wann kommt das 6.? Was will man mit den ganzen vielen 100er Purmeln? Einmal Familie voll machen, das ist cool, aber ansonsten. Roselinchen hier noch 100er Mikrik, Mirapla mitgenommen, Datiri Zuba, den Shiny, Barmelin Mirapla, Shiny, Schluppuck, Shiny, Rosana, Shiny, Incognito, mein allererstes Shiny Incognito. So, die interessieren mich jetzt auch nicht mehr, die Buchstaben. Die können jetzt da auch bleiben, wo der Pfeffer wächst. Die Sammlung war komplett vollständig, außer das Fragezeichen. Die Shinies waren alle da jetzt. Wozu soll man jetzt Shiny Incognito Raids machen mit einer Rate von 450? Ich konzentriere mich jetzt auf, weiß ich nicht, das muss ich noch rauskriegen. Big Maggie hier mit dem Felori in 100% Shiny Schlurp mitgenommen, was auch mal einen Raid Day hatte. Meine Ausbeute beim Mirapla Event, da sind Mirapla dabei, aber auch Tarnpignon, Tuska und auch Genesect. Tarnpignon auch nochmal als 100%iges, Genesect nochmal als Shiny, aber mit besserer Bewertung hier. Kaiser Kai, meine Ausbeute vom Quest Day, Shinies lasse ich weg, waren 3 Stück. Und zu welchen würdest du das entwickeln? Ich würde natürlich, was ist das, Duflor? Ich würde Giflor machen, weil das halt die erste Generation ist. Und das finde ich viel besser als Bluebella, weil das ist sowas für Mädchen. Giflor ist halt, ja, so für halbe Mädchen und deswegen mach das Duflor zum Giflor und dann passt das schon. Paco, nochmal Shiny Knilz, 100er Taubsi, Shiny Tarn, Pignon. Wird nicht entwickelt, habe es hochgezogen, es bleibt so. Sören, Zahltag 100, Glücks, Evoli. Lass mal so, passt. War ja die Frage beim letzten Mal, zu was man das nimmt, der hat es jetzt einfach so gelassen. Sören, nochmal Highlights vom Sonntag hier auch. Ist das Shiny? Shiny Krypto, Zapdos, Ferkuli? Oder soll das einfach nur ein gutes sein? Ist bei Zapdos immer schlecht, aber ich glaube, das hat keine orangen Gummifüße. Deswegen ist das vielleicht einfach nur ein relativ gutes Krypto-Zapdos. Und hier Ferkuli als Shiny mitgenommen. Genaya, mein Nachtara sieht seltsam aus. Man sieht die Füße, die aus dem Bauch rauskommen. Und generell ist das der Buddy vom Buddy, weil das Nachtara hat unten einfach noch ein kleines Pamo dran. Warum auch immer. Dann Genesect, Shiny mitgenommen, Alexander Ahringer, endlich ein 100er Adeboom bekommen. Glückwunsch, endlich ein 100er Sangabu aber getauscht bekommen. Er hat das geschafft, was ich eigentlich machen wollte. Elke, Shiny Loturzel, Haspiror, Barmelin, Bojelin, Griffel mit Krypto dran, Knuffhenser, Haspiror in 100, Hundemon in Glücks 100, Rokara. Da muss ich euch noch ein Video vom Main-Account hochladen mit Rokara, was da passiert ist letztens. Wer öfters mal Streams guckt, Raid-Mania-Streams, als es die noch gab, der weiß, was ich meine. Ansonsten, Rokara war auf jeden Fall auch ein Highlight in letzter Zeit. Barmelin 100 noch mitgenommen, Ferkuli mitgenommen, Fragrunz einmal männlich-weiblich hier entwickelt. Da seht ihr nochmal, das Männliche ist ein Weib und das Weibliche ist ein Mann. So, das ist hier, genau das wollte ich jetzt sagen. Dann haben wir hier Kommandutan, immer noch bei Elke. Mein letztes Kommandutan-Shiny habe ich der Joel gegeben, weil die gesagt hat, die hat es nicht bekommen und ich hatte noch Ace, habe ich ihr das rüber. Und da hat sie sich total gefreut und jetzt habe ich gar keine Kommandutan mehr. Behalt's bitte in guter Erinnerung, ne? Elke hier nochmal mit dem WW-Shiny, mit dem Hopsi, mit dem Shiny 80, mit Bluebella. Jetzt wisst ihr, wieso ich Bluebella nicht mag. 100er Reislaus noch mitgenommen. Fuentente auch noch hier in 4 Sterne Glücks, das ist auf jeden Fall genial. Barmelin in 100 und Duster in Shiny bei Cumulus. Cumulus mit dem Shiny Grillmark. Lenzart, mein viertes 100% Purmel. 3 davon sind Continental. Dann hier die Mirapla, Shiny Ausbeute. Brainy mit dem Ferkuli in 100%. Eva Leitner zeigt uns, sie wollte sich einsetzen dafür, dass der Ramses wieder in Freiheit entlassen wird, hat er gesagt. Da gibt es so einen lustigen YouTuber, der hat immer so ein blaues Hemd an mit Löchern, macht einen auf Sollmecke mit seiner Frisur und der hat uns dazu gebracht, endlich wieder diese verschmierte App rauszuholen, nachdem wir schon seit 10 Jahren nicht mehr gezockt haben, hat der uns animiert, dass wir wieder anfangen zu zocken, weil es Spaß gemacht hat, bei ihm mitzumachen, mit ihm dabei zu sein, sich darüber zu informieren, als Community irgendwo, auch wenn es nur über die Entfernung ist, irgendwas zu machen und das Spiel am Leben zu erhalten. Das verstehen die Hater leider nicht. Die haten jetzt schon wieder rum, wenn ich beim Community Raid mit 2 Handys am Raid stehe ganz alleine. Die sehen, da ist niemand, ich bin da, wie soll ich das denn nur mit einem Handy schaffen?
Also nehme ich zwei Handys. Ist schon wieder verboten. Bleib zu Hause, Ramses. Leg dich hin und hör auf zu spielen. Du darfst kein Pokémon Go spielen. Selbst wenn du rausgehst, selbst wenn du dich bewegst, selbst wenn du vor Ort bist, die drehen wieder durch. Seid doch froh, dass ich das Spiel trotzdem noch am Leben erhalte, auch wenn es mich so hart penetriert und ich weitermache. Irgendwie. Nein. Die Leute können nicht froh sein, die können nicht froh sein. Trinkt man Pfeffi oder so und dann atmet man tief durch. Mega Groudon hier mit dem 100% Shiny Gifloor. Da ist der Fangort weg. Deswegen ist das nicht Schocker der Woche. Da ist bestimmt was faul. Jan Lange hat mich gefragt, ob er das entwickeln soll. Habe ich gesagt, ist mir egal. So. Jan Lange hat einen 100er Purmel, hat er sich gefreut, aber ja, ist mir auch egal. So. Laura zeigt uns für Raider Mittwoch noch, hat sie ja Shiny Mirapla, Bullpix und Pandimos mitgenommen. 100er Taubsi. Das waren schon die Bilder. Jetzt kommt noch der Schocker der Woche. Relativ wenig los, aber wie denn auch, wenn gefühlt alle Zuschauer gebannt oder gesperrt sind oder aufgehört haben oder keine Lust mehr haben, aber wenn wir nicht mehr zusammenspielen können, sie einfach gar nicht mehr spielen wollen, weil sie auch alleine nicht spielen können und ich auch nicht alleine spielen kann, nur spielen kann, wenn ihr mit mir spielt, aber das ist halt verboten. Jetzt kommt aber der Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal von Haltet euch fest, Adi Schatz, alles Gute mit dem Gummimund, ne? Der Schocker der Woche kommt vom Thomas Speck. Wir haben es ja gehabt, dass Leute was erlöst haben zu einem 100er Krypto, aber der Thomas Speck 2015 hat einfach ein 100% Krypto Zapdos erhalten. Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Elektroangreifer. Jetzt das würde ich hochziehen auf Level 50. Da hätte ich so viel geradet und so viel Pässe gekauft und Geld ausgegeben, um das einfach hochzuziehen. Das Ganze sicherlich nicht in der GBL für irgendwas nutzen oder so. Keine Ahnung, ich interessiere mich nicht für GBL. Aber einfach für die Sammlung zum Haben und perfekt und 50 und das muss sein. Aber da ist ja wieder Schaden denen zugefügt, die sagen, ich gehe einmal in der Woche in die App rein und hab das nicht. Das ist voll gemein, dass jemand, der jeden Tag spielt und viel Geld investiert, mehr hat als ich. Und deswegen, ja, dadurch, dass die Leute leider nichts gönnen und einfach immer nur rumheulen, ist das leider so. Ich finde das mega krass, ich gönne ihnen das vom Herzen. Thomas Speck sowieso, immer richtig coole Einsendungen, sehr krass aktiver Spieler. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Grüße an die Shinaya, die hier das Video crasht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out, vorhaut, euer Ramses.